Was ist das Ungewöhnlichste, was du hier am FZI erlebt hast? Boah. Ungewöhnlichste. Eine unglaubliche Teamatmosphäre, die ich glaube in vielen anderen Unternehmen, die ich bisher kennenlernen durfte, so nicht wahrgenommen habe, dass man in der Lage ist, sich durchaus hitzig anzuschreien und im nächsten Moment ein kühles Kaltgetränk zu sich zu nehmen und viele, viele Aufgaben tatsächlich meistern kann. Ich glaube, das ist ungewöhnlich. Was unterscheidet dich vom Klischee-Informatiker? Erstens, ich bin kein Informatiker, habe keine Informatik studiert. Ich habe zwar lange Haare, aber viel gewaschen und gekämmt. Und, oh je, ich esse nicht so viel Pizza. Was macht dein Büro zu deinem Büro? Ein Vulkan auf meinem Bildschirm, ein Flammenmeer an meinem Bildschirm. Und eine oberste Schublade, in der sehr viel Kruscht drin ist. Wie hast du zum ersten Mal vom FZI gehört? Von meinem Diplomarbeitsbetreuer, der früher am Lehrstuhl gearbeitet hat und dann während meiner Diplomarbeit zum FZI gewechselt hat und gesagt hat, ich soll zukünftig in die Heide- und Neustraße kommen.